Hallo und herzlich willkommen zu den News. Auch in diesem Monat zeigen wir euch wieder alle spielbaren Vorabversionen, die unsere Redaktion erreicht, aber kein eigenes Vorschauvideo bekommen haben. Den Anfang machen wir mit Smash Court Tennis Pro Tournament 2. Das Tennisspiel von Sony wird die üblichen Zutaten wie eine Handvoll Originalspieler, wie hier Leighton Hewitt und Tommy Haas, bieten, mit denen ihr dann Arcade- und Karrieremodi bestreiten könnt. Smash Court Tennis 2 erscheint im Sommer 2004 für die PlayStation 2. Das nächste Spiel mit dem Namen Cyclone Circus fühlt sich eher ein bisschen nach Testcheck als nach News an. Denn dessen Publisher Playlogic gibt an, dass das Spiel bereits zu 90-95% fertig sei. Und wenn sich im letzten Zehntel der Produktionsphase des Titels jetzt nicht mehr viel tut, dann haben wir leider wenig Hoffnung für den Arcade Racer. Denn Technik und Steuerung sind zurzeit lange nicht das Gelbe vom Ei. Cyclone Circus erscheint im zweiten Quartal 2004 für die PS2. Das nächste Spiel ist ebenfalls von Playlogic, allerdings haben wir bei diesem Titel etwas mehr Hoffnung. Xyanid ist ein 2D-Shooter, der sich vor einem dreidimensionalen Hintergrund abspielt. Ihr bewegt euer Schiff, das diesen grünen Schweif hinter sich herzieht, mit dem linken Analogstick und schießt dann in die Richtung, in die ihr den rechten Stick runterdrückt. Damit ist die Steuerung für einen prinzipiell simplen Shooter eigentlich recht variabel. Cyanid erscheint im zweiten Quartal 2004 und zwar nur für die Xbox. Als nächstes werfen wir einen Blick auf Obscure. In diesem Survival-Horrorspiel von Atari untersucht ihr mit insgesamt 5 verschiedenen Charakteren mysteriöse Zwischenfälle an einer amerikanischen Highschool. Das Setting hat uns spontan an eine Mischung aus Klassikern des Genres und den Kinofilm The Faculty erinnert. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass ihr es nicht alleine durchstehen müsst. Die beiden Charaktere, die ihr hier im Bild seht, sind nämlich beide spielbar. Entweder schaltet ihr per Knopfdruck zwischen ihnen um, oder ihr zockt Obscure zusammen mit einem Freund. Sogar technisch macht Obscure schon einen guten Eindruck. Fans des Horrorgenres sollten sich diesen Titel auf jeden Fall vormerken. Obscure erscheint im Juni 2004 für die PlayStation 2. Breakdown von Namco sieht aus wie ein Ego-Shooter. Allerdings schützt sich der Gegner, der vor uns steht, mit einer Art Schutzschild. Deshalb müssen wir die Pistole wegstecken und ihn eigenhändig vermöbeln. Warum wir allerdings gegen diese bulligen Glatzköpfe antreten müssen, wissen wir nicht. Denn der Held der Geschichte wacht ohne Erinnerungsvermögen in einem düsteren Krankenhaus auf. Selbst für seine offensichtlichen Spezialfähigkeiten im Nahkampf hat er keine Erklärung. Breakdown wird von Electronic Arts vertrieben und erscheint am 18. Juni 2004 für die Xbox. Star Wars Battlefront von LucasArts lässt sich leicht beschreiben, denn im Prinzip ist das Spiel ein Klon des erfolgreichen PC-Titels Battlefield 1942. Nur eben ist das Ganze im Star Wars-Universum angesiedelt. Ihr wählt zwischen verschiedenen Soldatentypen und besteigt manchmal auch Fahrzeuge, um dann im Kampfgetümmel mitzumischen. Der Schwerpunkt wird bei Battlefront auf dem Multiplayer-Modus liegen. Das Spiel erscheint im September 2004 für PS2 und Xbox. In PsyOps – The Mindgate Conspiracy steuert ihr einen Antiterroragenten aus der Verfolgerperspektive. Doch Nick Scryer, so heißt der gute Mann, ist kein gewöhnlicher Agent, sondern verfügt über telekinetische Kräfte, kann also Gegenstände nur mit Geisteskraft über große Entfernungen bewegen. Und wenn das nicht hilft, dann kommen eben konventionelle Waffen zum Einsatz. Das Spiel wird von Midway entwickelt und erscheint im Sommer 2004 für PS2 und Xbox. Das letzte Spiel für diesen Monat ist eine ziemlich heikle Angelegenheit. Denn in dem Actionspiel America's 10 Most Wanted macht ihr, wie der Name schon sagt, Jagd auf die 10 meistgesuchtesten Feinde der USA. So zum Beispiel Osama Bin Laden. Wir halten dieses Spielkonzept für extrem fragwürdig, wollen uns damit aber gar nicht groß weiter beschäftigen, da noch nicht einmal feststeht, ob das Spiel in Deutschland überhaupt erscheint. Der Titel von Empire Interactive wird für die PlayStation 2 und die Xbox entwickelt.